Recht herzlich willkommen zur 50. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, grünes Land, ne? Gut ist das, ne? Wenn wir jetzt hier gucken, sieht das nämlich so ein bisschen schlechter aus. Die Engländer hatten uns letztes Mal noch was abgenommen, können uns aber glücklich schätzen, dass unser Land noch eine Einheit bildet. Wir haben hier unten Frankreich, ja, mit Frankreich hatten wir hier Lissabon, das ist weg. Naja, egal. Und wir hatten noch, ja, eigentlich diese Entdecker-Ideen, ne? Da ist noch unser Kolonist, der bringt uns irgendwie noch nichts. Hier kann man reingehen, da sieht das so wunderbar aus. Wir würden da vielleicht voller Kolonistenreichweite hin können, aber hier steht, dass das Gebiet zu abgelegen und lebensfeindlich ist. Deswegen können wir das nicht erobern. Und hier, ja, sieht das ähnlich aus, ne? Ich weiß jetzt nicht so ganz. Irgendwo war hier auch noch was. Was ist das? Ja, das ist es. Da steht das Gleiche. Ja, da ist es auch so. Hier kann man gar nichts sehen, weil wahrscheinlich direkt an uns grenzend. Beziehungsweise nicht an unserer Freundesgrenze. Gut. Waffenruhen werden enden. Nationale Entscheidungen sind verfügbar. Wir sollen eine richtige Flotte erschaffen. Ja. Wir müssen Schiffslimit erreichen. Das können wir ja jetzt sofort machen. Eigentlich, wenn wir das Geld haben, müssen wir mal gucken. So, wir können erstmal hier Pause rausnehmen. Ja, wir sind keine Rivalen für Österreich. Gut. Ah, Neapel ist jetzt unser neuer Rivale. Gut, dann müssen wir hier mal reinschauen. Mhm. Österreich ist nicht länger ein gültiger Rivale für Frankreich, okay. Ja. Was passiert da? Österreich erbittet von uns Militärzugang. Warum sollte ich denen Militärzugang geben? Die doofen Männer, die haben mich ewig bekriegt oder sowas. Nee. Machen wir nicht. So, kurz weiter durchblättern hier. 0,41, das ist ja eine richtige Menge hier. Inflation ist hoch. Administrative Macht 133. Ich würde sie trotzdem gerne senken. Damit wir doch ein bisschen mehr Geld hier kriegen. Und das nächste Mal würde nicht mehr gehen, oder? 75. Okay, dann müssen wir warten, bis wir da 75 hätten. Zu wenig Rivalen haben wir. Nur England ist ein Rivale. Neapel, Provence. Neapel hat uns ja als Rivalen auserkoren. Warum sollten sie nicht so auch unser Rivale werden? Und Tunesien ist zwar weit weg, aber ich würde dann eher, naja, nehmen wir Tunesien. Neapel und England sind unsere Feinde. Ja. Gut. Müssen wir mal gucken hier. So, ja. Aber wie sieht es mit Krediten aus? Das sollten wir vielleicht erst angucken. Da haben wir wahrscheinlich während des Krieges da zig Kredite aufnehmen müssen. Oh, 4 Stück oder sind sogar mehr. 5. 163, 120, 120, 120, 88. Dezember. 13, 14, 15, 15, 15. Also 163 wäre die erste Sache, die weg muss. Gut. Handel sieht auch ganz mager aus.
Darlehen wird bald fällig, ja, denke ich auch. Hier können wir dann mal abwarten, was passiert, ne? Ja, und hier ist es dann mit den Entdecker-Ideen, ne? Ja, den ersten haben wir, Kolonisten, Unternehmungen. Und der zweite, was sagt der? Suche nach der neuen Welt. Also vielleicht müssen wir hier erst den zweiten Punkt haben, dass wir unseren Kolonisten dann auch einsetzen können. Uns fehlen hier diplomatische Punkte, ne? Diplomatische Macht. Dann würde ich mal gerade sagen, gucken wir mal, dass wir hier das steigern. Das ist mir jetzt dann wichtiger als das andere. Wo waren wir stehen geblieben? Hier, ne? Nein, ein weiter vorne. Gut, dann kriegen wir da mehr Punkte, müssen dann vorangehen. So, hier, achso, das war mit der Flotte. Das müssen wir dann auch nochmal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, Rebellen haben wir keine. Die Kirche interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Achso, das war jetzt auch nicht Kirche, das war nicht Staatsreligion. Naja. Hier haben wir Philipp. Haben wir zwei Generäle, ne? Brauchen wir denn überhaupt zwei? Ich glaube, wir brauchen zurzeit gar keinen zweiten. Und den kicken wir mal hier raus, ne? Was war das erste? Fernkampf, Nahkampf, Manöver und Belagerung. Nahkampf wäre der besser wie der, aber komm, zack, das kostet uns nur Geld. Weg. Die wollen Anspruch fingieren, alles klar. Ja, hier unten ist dann auch das, ne, da brauchen wir Entdecker und Conquistador. Das müssen wir rekrutieren können, dann geht das da weiter. Untertan haben wir nicht. So, was macht die Kohle dann? Ah, da müssen wir hier mal gerade noch gucken, beim Geldsäckel, dann ist 1,09, das ist ja schon ein bisschen mehr. 75 können wir nochmal machen. Würde ich auch. Das sind zwar nur 10 Cent, aber ja, wenn es 10 Cent sind, ne, ein Zehntel. 71. So, das können wir aufnehmen. Aber wir wollen nicht aufnehmen, wir wollen abgeben. Und das wären 100. 150. Ne, 120 wäre das, das abzubezahlen. So, und hier müssten wir eine Flotte aufbauen, stand da. Und dafür müssten wir gucken, dass wir leichte Schiffe sind schnelle Schiffe, die vorwiegend eingesetzt werden, um Handelsmöglichkeiten zu sichern. Ja, vielleicht sollten wir das mal tun, oder? 2020, 365, ich glaube, dauert überall gleich lang, ne? Aber derzeit bin ich fürs Mittelmeer. Und ich glaube, wir brauchen noch zwei. Wir könnten noch eins mehr bauen. Machen wir das. So, also da wollte ich noch geguckt haben. Warte mal. Ansprecher Provinz und den Nachfolger. Nationale Entscheidung ist verfügbar. Also klar haben wir. Stillstanden und so weiter und so fort. Einheitenlimit. Da? Nee, war schon da, aber dann die vorletzte. Wir sind in 75% von der Flotte. 9. Das heißt, 7 wird nicht reichen, ne, oder? Okay, da haben wir schon wieder einen Toten zu beklagen. Auch schön, den haben wir gerade den anderen rausgeschmissen, aber ist jetzt nicht schlimm. Und einer geht ja umsonst, ne? ...1,13. Und das kostet uns nix.
Ja, das ist auch ein Trottel. Jean de Pellefort. Ja, toll. Naja. Können wir eigentlich auch entlassen, ne? Aber lassen jetzt erst da vorübergehend. Gut, drei Schiffe im Bau. Vieles können wir uns nicht leisten zurzeit. Ich glaube, wir können mal vortackern. Wenn es nächstes Mal geht. Verlieren 50 administrative Macht. Oder Diplomatie. Admin war die erste, ne? Die wollen wir aufsparen, ne? Damit wir hier weiterkommen, ne? Das heißt definitiv, dass wir hier die Admin-Macht nehmen. Hier geht's ja dann richtig voran, ne? Unsere Entdecker-Ideen. Gut, hier oben sieht's auch ganz schlecht aus. Prestige. Legitimität wächst auch fürchterlich nach unten. So. Finanziell können wir uns jetzt noch ein Schifflein leisten. Ich glaube, das machen wir auch noch. Nee, da. Egal, wenn ein Darlehen fällig wird, dann nehmen wir notfalls ein neues auf, ne? Tja. Gut. Die ersten Schiffe kommen gleich schon aus den Docks. Entschuldigung. So, wo sind die unterwegs? Co. Da. Bündnis würde gehen. Einfluss nix. Beziehungsaktion machen wir gerade. Religiöse Unruhen ist nicht wichtig. Geheimdienstaktion. Wirtschaftsaktion ist auch nichts Interessantes. Und Zugangsaktion brauchen wir auch nicht. Den Diplomaten berufen wir dann ab. Und was ist das? Orléanais. Da kann man sowas nicht machen. Mhm, zum Kaiser. Österreich ist Kaiser. Tja. Österreich hat Frankreich als ihren neuen... Ah, das ist ja auch schön, ne? Okay. Wie schaut's hier aus mit Diplomatie? Wir wollen kein Bündnis mit uns. Frieden erzwingen. Wie sollen wir Krieg mit denen? Okay, da ist das zweite Land auch raus. Aber das ist ja ein Frieden von woanders erzwingen, ne? Ein bedeutender Mann ist gestorben. Malachi hat eine Kriegserklärung gekriegt. Auch schlimm. Na, was jetzt? Ermordet Adliger. 30 legitime, 30 administrative Macht. Ne, 50 sogar, ne, oder? Ja, dann die administrative Macht weg, egal. Und dann hier den zweiten, bitte. Die Suche nach der neuen Welt ist dann freigeschaltet. Machen wir hier jetzt gerade was weniger.
Haben wir das nicht schon gehabt mit der Generalstelle? Ja, vielleicht ist das auch nur Entdeckerideen. Okay. Super. Können wir jetzt rekrutieren? Was können wir hier was machen? Immer noch nicht. Das bringt uns ja auch viel dann, ne? Das können wir da einschicken. Toll. Warte mal, ist das dann auf dieser Karte zu sehen, dass das geht? Wo war das jetzt? Ach, hier hinten beim Militär, ne? Ah, doch, jetzt geht's. Jetzt können wir ein Conquistador-Tor oder wie soll ich nicht machen. Okay. Okay, unbekannte Regionen zuschlagen. Ja. Den nehmen wir doch mal mit dann, oder? Und den haben wir schon mal nach da geschickt. Da oben das Schiff ist auch schon fertig. Geht auch dahin. Gut. Pause nehmen wir dann raus und dann geht's voran, oder? Und wir hoffen. Gut. Da wird irgendwer belagert. Ist jetzt gerade schlecht für uns, aber machen wir mal. Und können wir hier irgendwas sehen, wo das Schiff lang fährt? Nö, auch gut, ne? Schon untergegangen oder was? Oder schon da? Sehr interessant, hätte ich ja gar nicht mit gerechnet, oder? So, dann stoßen die da auch zu. 4, das sind noch nicht mal 50%. Können wir aber mal vereinen. Information unterteilt sich, okay. Wieder ein Toter. Naja, egal. So. Die brauchen wir jetzt nicht, sondern jetzt machen wir hier nochmal Ausbauschiffe. Da geht einer und dann geht erstmal keiner. Läuft aber noch weiter. So. Dann sind es 5. Na super, kann ich auch nicht ändern. Picardie ist da oben, das wollen sie dann demnächst mal erobern. Können wir auch gerade nichts gegen zu tun gegen. Jetzt hätte ich gerne das gehabt. Ah, die müssen jetzt in einen Hafen. Machen wir das doch mal, oder? So, und jetzt geht was. So, jetzt ist der da drinne. Was haben wir hier? Was war das? Egal. So, jetzt möchte ich erstmal hier runterfahren. Fahren hier. Machen wir ein bisschen langsamer, sonst gehen wir uns gleich unter nachher noch, ne? Mauretanische Küste. Jetzt haben wir sie abgewählt.
So, da geht's hin. Dann fahren wir darüber. Und was ist das hier jetzt? 5%? 10 Wirbung. 10% 10 Wirbung. So, jetzt haben die mir eben gesagt, ich könnte mit denen... schlechte Weine nehmen. Ich könnte auch ein unbekanntes Territorium reinfahren, aber dem ist ja nicht so, ne? Das ist doch nicht wahr dann, oder? Bei mir sterben immer nur bedeutende Leute, das ist auch schön, ne? Ja, wenn diese Schiffe das nicht können, welche können das denn? Na, dann fahrt mal hier wieder hin und dann ist auch alles gut, ne? Hat ja wieder nichts gebracht dann. Muss ich eine Kogge nehmen oder was? Zack. Brauchen wir noch eine Kogge hinterher. Da fährt einer auf jeden Fall dann dahin, das ist ja auch gut. Unsere Diplomaten sind frei. Die diplomatischen Beziehungen können wir hier mal verbessern. Die Beziehungen verbessern wir mal auch mit Kasti. Alles gut. Rheinland, Händler, super nix, fast nix. Das ist auch nicht gut. Ja, aber ich würde mal sagen, hiermit unterbrechen wir mal kurz die Sache. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.